Okay, aber so langsam nimmt die Geschichte richtig Fahrt auf. Ich liebe es. Ich vergaß, wie gut die Geschichte wirklich ist. Der Karabiner hat keine Munition mehr. Ich kann den Karabiner wiederholen. Ich habe gerade Karabiner-Munition bekommen. Ja, super. Lohnt sich. Okay, das ist einfach nur die andere Richtung. Da komme ich nicht lang. Da auch nicht. Muss denn jetzt so ein Kackvieh da sein? Das ist voll unfair. Nee, warte. Nein, weg. Gewürzt. Gut gewürzt habe ich gerade bekommen, okay. Wow.
Schwester! Fliegt hier gleich eine Kuh vorbei? Das wäre lustig. Dann pass mal 45 Minuten mal nicht auf. Nur 45 Minuten. Ich bin gleich da! Nein, ich habe vorhin wieder so komisch in die Kamera gelungt und anscheinend hatte Basti das Gefühl, dass ich aussehe wie Thaddäus. Ich bin bei dir. Alles okay. Okay, ich krieg das wieder hin. Bereit? Tu's einfach. Ja. Das tut ja das mal weh. Komm, hilf mir. Ich glaube, jemand wollte, dass du das kriegst. Was ist das? Lies es. Dein Traum über New York wird wahr. Und ich bin es. Ich bin es, die... Durch sie kommen wir an Songbird vorbei. Wir suchen uns ein Luftschiff und hauen ab Booker. Nach Paris, Elizabeth. Du wolltest doch immer wir nach... Wir gehen nicht. Denn wir werden Comstock finden. Warum? Du hast gesehen, wozu er mich macht. Das lasse ich nicht zu. Und was dann? Willst du ihn töten? Willst du jetzt moralisch werden, Booker? Du vergisst, ich kenne dich. Ich lasse nicht zu, dass du ihn umbringst. Wirklich? Booker? Wie willst du mich davon abhalten? Gar nicht. Weil ich es nämlich für dich erledigen werde. Die beiden, ne? Also sie gehört auf jeden Fall zu den... Suchen wir also den Propheten. Comstocks Zeppelin ist draußen. Weiblichen. Die Hand of the Prophet nennt er ihn. Woher weißt du das? Ich bin ja schon eine Weile hier. Wie lange? Lang genug. Eine der besten weiblichen Spielecharaktere. Er wird nicht lange was davon haben. True. Sie gehört auf jeden Fall unter die besten Top 5, würde ich sagen. Nein, warte. Erst hier lang, bitte. Ellie, erst hier lang. Mal sehen. Fertig. Danke. Ich habe nämlich was gesehen. So, Gesundheit. Fertig. Perfekt. Sollte uns sehr helfen bei den Problemen, die wir mit der Kleinen hatten. Sobald das Gerät implantiert ist, führt jeder Versuch ihrerseits, den Status zu verändern, zu einem äußerst schmerzhaften Elektroschock. Pavlov brachte Hunde zum Sabbern. Wir bringen ein Lamm zum Weinen. Oh, wie gemein. Ich bräuchte hier Hilfe. Ich probier's mal. Bitteschön. Wenn wir ihr jetzt gerade das Korsett binden mussten, wie hat sie das beim ersten Mal angekriegt? Who knows? Das ergibt keinen Sinn. Alles hier ist eine Chiffre, die ich verstehe, bis auf dieses Symbol. Das ist ein Käfig. Hat sie etwas darüber gesagt? Nein. Wir hatten damals die Entscheidung zwischen Vogel und Käfig. Ich glaube, hätten wir den Käfig genommen, wäre da der Vogel drauf. Ich meine, so war das. Ich hab's ja schon mal durchgespielt und hatte ihr den Käfig gegeben. Hier. Und ich meine, da war der Vogel dann auf der Chiffre drauf. Es ist halt nur ein kleines Detail, aber
Großartig was ändern tut das nicht. Da! Die Hand of the Prophet. Ja, wart's doch mal ab. Wir sind irgendwie an Bord. Bleib hier. Ich mach das. Wir machen das zusammen oder ich mach's alle. Nein, nein, nein. Ich hab nicht so viel Kohle. So oder so, ich muss wissen, dass er gestoppt wurde. Oh, David. Ihr Kampf gegen die Prophetie ist wie der Flug eines Steins aus einer Steinschleuder. Aufregend der Start, atemberaubend die Flugkurve und erschreckend der Absturz, wenn die Schwerkraft sie unvermeidlich nach unten zieht. Geschafft. Wir müssen irgendwie auf das Schiff. Was ist das? Da! Entdeckung! Anscheinend Blindgänger. Das sind keine Blindgänger, sondern... Zieh dich um, Elizabeth! All das habe ich für dich erbaut. Du bist meine Erbin und mein Blut. Und was hat David je für dich getan? Für ihn bist du, was du immer warst. Ein Mittel zum Zweck. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ernte, was du gesät hast. Danke. Treffe ich den denn überhaupt? Habe ich den überhaupt getroffen? Ja, das eben sah voll nach väterlicher Liebe aus. Wer kommt denn da auf Ausbeuterei? Ja, das weiß ich auch nicht. Mehr hab ich nicht. Frohlocke, denn der Tod hat keinen Stachel. Aua. Erstmal das Vieh hier kaputt kriegen. Yes.
Propheten. Da ist ja noch einer. Ernte, was du gesät hast. Ich hab schon wieder keine Munition. Das ist doch nicht wahr. Na dann. Frohlocke, denn der Tod. Okay. Gut so. Ernte, was du gesät hast. Gnade ist Sache des Herrn. Ach, scheiße. Nein, 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 das ist keine Knarre. So, Panzerfaust. Schadensboost. Seifengeschütz. Huch! Wo hab ich denn da hingeguckt? Schon dabei! Ich verfehle nie mein Ziel, denn ich sehe durch die Augen des Propheten. Warte mal, wenn ich von der anderen Seite komme, müsste ich hinten auf seine Räder ziehen können. Ah, scheiße! Okay, jetzt gegen Ende wird das richtig eklig. Es wird richtig eklig, dieses Spiel. Das ist leider alles. Munition! Hier! Okay. Hier! Das will ich nicht. Das will ich auch nicht. Elizabeth?
Ist auch geil, mit Pistole Sniper, ne? Mehr unterstrich Baschur. Naja, du hast mir nur die Wahl zwischen Halt und 1999 gelassen. Mir ging es mehr um die Story. Aber ich werde dir das Leiden natürlich nicht untersagen. Das ist total nett. Aber wir spielen ja wenigstens nicht 1999. Das wäre, glaube ich, noch mal einiges härter. Also ich krieg's ja auch hin, so ist es ja nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir noch irgendwelche Bosskämpfe vor uns haben. Jedes Schiff zur Hand of the Prophet zurückkehren. Ich erwarte entsprechende Befehle. Ich bin mir halt gerade nicht so sicher, aber ich meine, wir haben keine... Ha! Karabiner. Verstanden. Kurz auf die Hände zu kommen. Die alte Elisabeth hatte aber gesagt, dass uns Songbird jedes Mal stoppt, richtig? Also egal, was wir tun, wir werden immer von Songbird weißt gestoppt. Du, es ist möglich, uns zu vergeben für das, was wir getan haben. Vergebung? Weiß nicht, was das bringen soll. Okay. Hast du Angst vor Gott? Nein. Aber vor dir. Echt jetzt? Wo? Da drüben! Wo kommst du, Leute? Sie wollen zu uns! Hallo. Aua, da war noch einer. Nicht die Augen schließen. Mischt, mischt, mischt. Ich glaube, ich sollte eine andere Waffe nehmen. Habe ich denn jetzt auf einmal wieder die Karabiner? Wir knacken heute auf jeden Fall die 100, ne? Wir knacken auf jeden Fall die 100. Easy. Easy. Easy like this.
Salz ist mal wieder nicht so mein Problem, sondern eher die Munition. Ellie? Hier, Booker! Danke. Ach komm! Ach komm, ich kam da nicht weg! Wie bescheuert! Was für eine knackte Ecke! Gott, einmal geschossen. Ja, dann such mal schneller, meine Gute. Frage ist. Da ist er. Wir müssen unterhalb landen und uns hochkämpfen. Oder wir fliegen dieses Ding nach Paris. Setz mich ab, wenn du willst. Das ist nicht dein Problem, Booker. Ich lass dich nicht im Stich. Nein. Sieh mal. Skylines überall auf dem Flaggschiff. Sie sind voll. Von dort aus müssen sie abgesetzt werden. Ich würde da nicht hingehen, solange diese Kapseln da sind. Jetzt! Oben auf dem Schiff. Los, rauf! Sieh dir David an, mein Kind. Er hat etwas an sich, das man nur schwer einschätzen kann. Ich habe nichts. Bald wirst du sehen, wie ich bin und wie er nicht ist. Das kommt. Beschissen. Gesinde. Geht da rein. Das ist leider alles. Okay, Karabiner, da habe ich auch ein bisschen. Wie schwer kann das schon sein, sich hier hoch zu kämpfen, ne? Okay, aber ich mache mal hier ganz kurz eine Pause.